Cristiano Ronaldo, mein lieber Freund. Wir haben so viel mehr gemeinsam, als man auf den ersten Blick erahnen könnte. Wir sind beide so anders, so besonders, so verfolgt wegen unserer Andersartigkeit. Wir leben in einer Zeit, in der man sich vornehm entschuldigen, ja fast verstecken muss, nur weil man schon immer ein kleines bisschen geiler war als die anderen Kinder. Und sie sieht ja an, unsere Neider. Diese Nerds, wie sie da sitzen in ihren Hoods von Berlin-Mitte und nach der Wahrheit fahnden oder nach Erleuchtung und Authentizität. Und wenn man genau hinsieht, dann hängt da die gleiche Menge verschmierter Authentizität in ihren erbärmlichen Hipster-Bärten, wie pures, edles Testosteron unter deinen sauber manikürten Fingernägeln brennt. Und dann sieht man deine Augen, die so ein wenig diffus in die Unendlichkeit gerichtet sind, so dass man nicht ganz sicher ist, was dort hinter diesem Frontallappen passiert und wie er aus alledem, was dort auf ihn einprasselt, ein Bild von der Welt formt. Einer fremden, komplizierten, manchmal grausamen und doch wunderschönen Welt. Und dann, Cristiano, ziehst du als Speerspitze des freien Geistes in den Kampf gegen das Stumpfe, gegen das ewig Biedere, wie ein stolzer Matador gegen eine ganze Armee von pflichterfüllenden, hässlichen Deutschen, so dass man sich kurz fragt, wo ist eigentlich Robert Huth, wenn man ihn nicht braucht? Egal, denn zur Not bietest du ganzen Heerscharen von Robert Hüten die Stirn. Für den Stolz einer iberischen Nation, die längst unbesiegbar sein könnte, bestünde sie nicht neben dir nur aus gegelten, pathetischen Jammerlappen. Schäme dich nicht, Cristiano. Schäme dich niemals dafür, etwas Besonderes zu sein. Es ist die Lebensfreude und das Impulsive, das ganze Nationen erfasst, wenn du über die weltweiten Transmitter flimmerst und in Sekundenbruchteilen eine spontane Choreografie bereithältst, um mit der Fingerfertigkeit eines Violinvirtuosen dein 15. Champions League-Tor zu feiern. 15 Love, Cristiano. 15 Love. Und hätte nicht Leni Riefenstahl das Versterben verschoben, um noch schnell einen Armani-Spot mit dir drehen zu dürfen? Wie du so dastehst auf dem Cover der Vogue, nur halb verdeckt von deiner Irina, einem Geschöpf, das so aussieht, als hätten es die teuersten und besten Chirurgen der Welt nach deinen persönlichen Handzeichnungen aus dem Körper eines übergewichtigen sibirischen Bauernmädchens gemeißelt. Zu zweit blickt ihr unerschrocken von der Vogue in die Welt, entschlossen, euch um die zu kümmern, denen es schlechter geht. Etwa so wie Brangelina, nur eben Ronaldirina. Denn ihr gebt den Ärmsten der Armen ein Stück verloren geglaubter Menschenwürde zurück. Die Idee ist genial, eine karitative Weltidee. Sie bringt die schützenswerten Kinder ein Stückchen näher an eure göttliche Größe heran. Mir schießen fast die Tränen in die Augen, denn selbstlos verteilt ihr so ganz niedliche kleine Silikonimplantate an bedürftige 12-jährige Mädchen. Und allein dafür möchte ich dich sehen, lieber Cristiano, wie du den goldenen World Cup in den Himmel über dem Maracana reckst. Doch wahrscheinlich kommt alles anders. Denn eines Tages, Cristiano, Baby, werden wir alt sein. Baby, werden wir alt sein und wir werden an all die Geschichten denken, die zu erzählen wir nicht wagten, weil sie voll sind, voll von Macht und Gier. Von Korruption und Sepp Blatter und voller Nutten und Koks und Sperma. So voller Sperma, Baby.